Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, das hier wird mit Abstand das krasseste Video in diesem Jahr sein. Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe dieses Video ein Jahr lang geplant. Ein Jahr lang. Es ging einfach nicht schneller. Aber ihr seht es auf jeden Fall schon an meinem Titel. Ich gehe heute Fallschirm springen. Ich kann nicht mehr. Ich bin null darauf vorbereitet. Wirklich, ich schwitze jetzt schon. Ich habe schon Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Und es geht erst in 4 Stunden los. Aber das Krasseste an der ganzen Sache ist, dass ich mit Dima heute hinfahren werde. Aber er weiß von nichts. Ich habe ihm gesagt, ich habe eine Überraschung für ihn. Das ist auch quasi sein Geburtstagsgeschenk. Er hatte im Mai Geburtstag. Er weiß wirklich von gar nichts. Ich habe ihm gesagt, wir drehen heute ein Video. Und man muss halt auch dafür Sportklamotten anziehen. Ich habe ihm gesagt, zieh Sportklamotten an. Und er denkt bestimmt, dass wir halt... keine Ahnung, Touren oder so, was weiß ich. Es wird krass. Ich bin richtig, richtig gespannt auf seine Reaktion. Ich hoffe, ich werde es heute überleben, Leute. Let's go. Leute, wir sind jetzt im Büro. Ich bin angekommen. Dima ist angekommen. Ja, ich bin auch angekommen. Du weißt von nichts. Ich habe gesagt, wir drehen ein Video. Ja, und auch noch so früh morgens. Ja. Warum muss ich denn um 7 Uhr morgens hier sein, Alter? Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden. Was? Also, warum? Was hast du gemacht? Ja, ich habe was geplant. Das wird krass. Echt? Ich komme gar nicht auf mein Leben. Echt? Ja. Das Ding ist halt, ich habe es ein Jahr geplant. Ein Jahr? Ein Jahr? Ja, und das ist auch quasi dein Geburtstagsgeschenk. Okay. Deswegen hast du dieses Jahr nicht zu kaufen. Was denkst du denn, wenn du so Sportklamotten anhaben musst? Ja, auf jeden Fall machen wir was Sportliches. Du hast mal was von Quadfahren erzählt, könnte ich mal sein. Aber wahrscheinlich ist es eh nicht draußen, weil es heute einfach nur kalt ist. Es ist richtig kalt draußen. Wir haben es gerade 4 Grad oder ja, so. Aber wir fahren jetzt nach Münster. Wir müssen jetzt eine Stunde fahren und dann geht's los. Hä, was hast du? Okay, wir sind jetzt schon eine Stunde gefahren und wir sind im Nix. Junge, es ist wirklich nichts hier. Es ist einfach gar nichts. Naja, wir müssen noch 5 Minuten fahren, dann sind wir da. Dann wirst du sehen und dann erfährst du auch, was wir machen. Ich bin so gespannt, ne? So gespannt. Ja, man hat aber auch gemerkt, dass ich selber todesaufgeregt war, ihm das zu sagen. Also, what the fuck, einfach falsch im Springen. Hier rechts? Ja, hier rechts rein. Flugplatz? Okay, park mal. Hast du einen Flug oder so gebucht? Park mal, dann können wir nochmal drüber reden. So. Wir sind angekommen. Komm hier. Angekommen in irgendeiner Pfütze. Komm hier. Auf irgendeinem Flugplatz. Kannst du dir schon denken, was wir auf einem Flugplatz machen? Ja, ich würde sagen fliegen. Nur fliegen. Vielleicht so eine Cessna, diese... mit Sportsachen fliegen. Also ich finde, ich bin echt bequem angezogen. Ich kann es selber nicht glauben. Ich kann es selber nicht glauben. Ich kann nicht mehr. Was denn? Wir gehen falsch im Flugzeug. Was? Ja. Bist du verrückt? Wirklich? Bist du mich verarscht? Wirklich? Ich soll heute bei minus 5 Grad irgendwo runterspringen. Und das hier ist der allerletzte Termin für dieses Jahr. Aus 4000 Meter. Bist du krank? Ja. No fucking way. Bist du bereit? Nein. Doch. Ich bin auch nicht bereit. Ich kann nicht springen. Bist du krank? Ich kann nicht springen. Okay, let's go. So, jetzt natürlich unterschreiben, falls was schief gehen sollte. Genau, also die dürfen uns umbringen. Ja, habe ich. Nein, es passiert natürlich nichts. Hoffen wir. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, bis wir dran sind. Wir kriegen gleich hier so wunderschöne Anzüge. Jetzt habe ich extra meinen neonpinken Pulli angezogen, weil ich dachte, man sieht den. Aber du bist eigentlich passend angezogen. Ja, ich dachte, ich fliege rot, aber ich fliege auch rot. Oh Mann, schade. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, aber da oben fliegen gerade die, die vor uns gesprungen sind. Siehst du sie ganz oben? Yes. Gleich werden wir da oben sein. Ich hab Bock. Hast du Bock? Hast du Bock? Ich hab Angst, Alter. Das fühlt sich so an, als würde ich frieren, aber das ist Angst und ich zitter einfach. Ja, ich hab auch Angst. Oh, er landet. Er hat seinen zweiten Mann verloren. Oh nein. Wow, guck mal. Ja, wie schnell. So, wir haben jetzt auch schon unsere Klamotten, die wir gleich anziehen. Oh Mann, ich dachte, ich behalte den pinken Pullover. Ja, ich habe mich auch eigentlich richtig cool gestylt. Ja, bei dir ist ja egal. Das wird viel zu groß sein. Wir ziehen Boah, das jetzt an. Aber meiner ist auch riesig. Okay, du bist so... Das passt halt voll zu dir. Ich bin auch bereit. Oha. Oh, geschafft. Sie sehen aus wie Astronauten, Alter. Hast du das Gefühl, dass wir irgendwas gleich machen? Nein. Das ist so krass. Wir springen gleich aus dem Flugzeug und werden... Alter. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da noch gar nicht drauf einstellen. Ich auch nicht. Wir werden einfach springen. Wir werden gleich da oben fliegen. Übrigens machen wir das Ganze im Fallschirmclub Münster. Yes. Im FSC Münster. Ja, wir vertrauen euch unser Leben an, ja?
Also wenn ihr hier aus der Nähe kommt und einen Fallschirmsprung machen wollt, dann kommt ihr vorbei. Same. Ist nice hier. Es geht langsam los. Zieh mal die Brille auf. Alter, sieht das geil aus. Ja, bitte. Wir springen jetzt einfach aus 4000 Metern. Ey, ich kann's immer noch nicht glauben. 4000 Meter. Ey, ich habe wirklich nichts gewusst die ganze Zeit. Und ich plant das die ganze Zeit und sagt mir nichts. Und jetzt stehe ich hier mit so einer Riesenangst. Du kommst der Realität näher. Ja. Ja, du bekommst auch ein Gurtzeug. Kannst auch ohne springen, dann nur einmal. Ja, ne? Bitte spring mal ohne. Ach so. Okay. Das hast du geplant. Ja. Also. Ich will dich nicht mehr in meinen Videos haben. Das ist mein Plan. Das war schon ein Jahr lang mein Plan. Ist halt so. Ich glaube, das wird das krasseste Erlebnis 2021. Nachdem wir schon so viel erlebt haben dieses Jahr. Bevor wir aber gesprungen sind, wurde uns natürlich alles gezeigt und gesagt, worauf wir achten müssen und wie unsere Körperhaltung sein muss, wenn wir fliegen. Also keine Sorge, das wurde uns alles erklärt. Easy. Let's go. Denkst du, wir schaffen das? Ja. Meine Angst geht gerade ein bisschen weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Weg? Meine kommt jetzt erst so richtig. Ja. Okay, meine auch. Ja. Können wir bitte da zurück? Du kommst nicht mehr. Komm. Jetzt wird's gruselig. In die Luft, meine Freunde. Ab da haben wir dann auch nur noch mit der GoPro gefilmt, weil wir die große Kamera nicht mitnehmen durften. Ja, wink mal in die Kamera, dass es euch gut geht. Easy, geht's dir gut? Ja. Sicher? Geht's dir wirklich gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's euch? Es gibt kein Zurück mehr. Es geht also los. Theoretisch können wir jetzt noch weglaufen. Ja, lass wegrennen. Ja, komm. Los, rennen. Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so eine große Angst. Vor allem, es gab auch kein Zurück mehr. Ich bin dann einfach mitgelaufen. Ich bin mitgelaufen und dachte mir so, scheiße. Was mache ich hier eigentlich? Und dann kam da noch dieses Flugzeug mit diesem Tor, ne? Ich dachte mir so, scheiße, wir werden da gleich rausspringen. Wir werden da gleich rausspringen. Nee, ey, ich war fertig mit meinen Nerven. Vor allem Dima hat mich die ganze Zeit ausgelacht, weil ich so Schiss hatte. Aber was soll ich denn machen, wenn ich weiß, dass ich gleich aus dem Flugzeug springen werde? Vor allem bei dieser Höhe. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Oh mein Gott. Und dann ging es auch schon los. Alle haben sich vorbereitet. Ich wusste nicht, ob ich jetzt lachen oder heulen sollte. Ich wollte eigentlich heulen, aber ich habe einfach gelacht. Und der Timo, der mit mir gesprungen ist, hat die ganze Zeit versucht, mich zu beruhigen. Weil wirklich, Leute, ihr wisst nicht, was für eine große Angst ich hatte. Wie fühlst du dich? Boah, richtig geil. Der erste Moment, der war einfach so heftig, die erste Sekunde. Oh, Glückwunsch erstmal. Danke. So. Oh, danke dir. Wir haben es überlebt. Wir haben es einfach überlebt. Ich dachte, ich sterbe im Flugzeug. Ey, die erste Sekunde, wo er rausgefallen ist, das ist so crazy. So. Der Boden hat sich so verzerrt und man dachte so, what the fuck. Und dabei machst du so viel Wind in deiner Fresse. Ja. Es war so krank, aber ich würde es direkt nochmal machen. Boah. Direkt nochmal, oder? Also war auf jeden Fall eine geile Überraschung. Ja, war richtig geil. An dieser Stelle bin ich jetzt auch schon wieder dieses Video. Wenn ihr natürlich noch kein Abo da gelassen habt, lasst jetzt gerne ein Auto. Macht das auf jeden Fall. Wenn ihr ein Terminal ist, wie Army. Ja. Jetzt wie Army, voll gut.